Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die in der Beta Vanilla Mod. Ihr seid dabei, wie wir gerade versuchen, in der Nacht ein bisschen unser neues Heim zu beziehen. Und hoffen, dass wir nicht ganz so viel Lärm dabei machen. Ihr habt beim letzten Mal schon gesehen, da ist echt viel an Gegnern, die hier rumlaufen. Der Spawn war jetzt auch dann, also wenn ich so das betrachte, nicht ganz so glücklich. Also wenn wir wahrscheinlich irgendwo ländlicher gestartet wären, wäre der Start oder der Einstieg zumindest leichter. So sind wir aber in der Stadt und können hier zumindest im Nachhinein ein bisschen besser leben. Ich überlege auch, ob wir das, ob ich die Nächte überspringe. Oder nicht. Das müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich mache hier erstmal zu. Mal gucken, was wir mit der Satellitenschüssel so vorhaben. Wir gehen hier einfach mal ganz heimlich hoch. Ein bisschen Durst hat der Gute. Ich weiß nicht, ob die gerade unten meine Tür einschlagen. Ich hoffe einfach nicht. Ich glaube, das war hinten der Zaun, den sie eingeschlagen haben. Schwierig. Schwierig.
Jetzt die Frage, machen wir das 2 hoch oder machen wir das 3 hoch? Das ist eine gute Frage, oder? 2 finde ich ziemlich niedrig, ne? So, theoretisch können wir jetzt hier durchziehen. Das ist ja auch cool geworden, ne? Dass sie das, diese Rahmen jetzt hier reflektieren. So.